Bam! Ich bin live und damit herzlich willkommen zu einer erneuten Runde Fallout 4 mit mir alleine. Und ich starte auch direkt, kein langes Gequassel, direkt der Klick auf Spielen. Special! Der Fug. Let's continue! Hi übrigens an Yassi, hi Jimmy, hi auch an Night Army. Und Redibot sagt, dass ich jetzt live bin. Alter, unfassbar, oder? Ich krieg das immer auf Hitbox gar nicht mit. Fascinating. Oh ja, bestätigen. Los geht's. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau ich aufgehört hab. Aber das sehe ich jetzt dann gleich. Ja, ich denke mir, dass der Redibot das immer sagt. Und auch wenn du off gehst. Na, ist ja ganz freundlich. Ich meine, netter Bot. Der sagt, dass ich on bin und dass ich wieder nicht mehr da bin. Der gefällt mir. Ich habe auch schon gefragt ob es irgendwie einen Bot gäbe, der den Chat aus Hitbox einfach überträgt auf Twitch. Ich bräuchte es ja theoretisch nur one way, so wie du es auch immer machst, Yassi. Ich kann ja dann im Video antworten, aber sowas gibt's gar nicht. Ich meine, es bräuchte ja theoretisch nur einen Bot, der in in Hitbox drin ist und der quasi intern das dann weiterleitet an Hitbox, an Twitch und bei Twitch es einfach wieder ausspuckt. Aber sowas gibt's halt nicht. Es gibt auch wenig Leute, schätze ich mal, die auf zwei Plattformen gleichzeitig streamen. Und dann gerade die ich halt jetzt habe, Hitbox und Twitch, wobei das glaube ich so ziemlich bekanntesten sind. Meine ich zumindest. Egal, mir fällt auch direkt wieder ein, wo ich aufgehört habe. Ich wollte die Hauptstory, die Hauptquest weitermachen. Jimmy saying, someone told me to say banana backwards and slowly. I thought he told me to say banana backwards slowly. What? I'm gonna go now, bye. Well, that was a short visit. But okay, see you then. Bye, have a nice time, day, whatever. So, und wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich auf... Wow, diese Stadt ist echt runtergekommen. Okay, ich kann mir das so nicht ansehen, das ist schrecklich. Also, warum habe ich denn so viel Radioaktivität? Auch schrecklich. Unbelievable. Bye in German. Okay. Oh, it's either tschüss, but they'll tell you in the chat, or auf Wiedersehen, or goodbye would be auf Wiedersehen. Wie komme ich denn nochmal in diesen Ding-Modus rein hier? Da gab's doch diesen Bau-Modus, dass ich abbauen und aufbauen kann. Wo ist denn das Haus eigentlich? Ah, da ist mein halbfertiges Haus. Huh. Bist du bereit für etwas Arbeit? Oh, da sitzt ja auch noch einer. Hallo. Auf Wiedersehen, tschüss, oh, fick dich. No, fick dich means fuck you. That's definitely not it. Wie genau? Es gab irgendein... Nee, das war's nicht. Irgendeine Tastenkombination gab's da. Aber frag mich nicht, ey. Scheiße, ich muss kurz gucken. Einstellung gehen. Steuerung, Angriff, oh Gott. Springen, Wärts, Schleichen, Laufen, Favoriten. Wo ist es denn? Steht es da auch nicht drin oder habe ich es übersehen? Wärts, POV, nein. Auch nicht. Weiß es jemand? Hallo? Ich habe vergessen, wie ich meine Stadt aufbaue. Und es stand irgendwann sogar noch da. Wordsworth. Halt! Das war's. Okay. Mr. Sapo schreibt einen Abend. Servus. Mubat is English now or is it my view? Anyway, bye. Yeah, he's English. Wie, wo, was, Sascha? Mr. Sapo ist Sascha. Hallo, Sascha.
Kenn ich den? Kennt er mich? Kennst du den? Wie baue ich den? Ich bin echt jetzt gerade, kann mir... Wow. Wow! Na klasse, das hast du ja hinbekommen. Toll, Folas. Oh, wie dämlich kann man sein. Scheiß geht's. Du hattest ihn mal gehostet auf meinen Wunsch, du Idiot. So einmal vor Ewigkeiten und ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Was ich mich nicht schäme. Wie baue ich denn jetzt? Also alt war die falsche Taste. Scheiße. Das sah es definitiv nicht. Ja. Ich glaube, man musste irgendwas lang gedrückt halten. Meinte ich. Ja, werf einfach mal eine Molly. Nein, das ist es nicht. Kann mir... Hallo? Ich will bauen. Haus bauen. How do I do that? Kann mal jemand kurz nachgoogeln, wie das geht? Ich überlege gerade, was habe ich noch so für Tasten? Ich will jetzt nicht alle hier random durchprobieren, weil das dauert zu lang. Na, egal, also wenn mir jemand nachgoogeln kann, wie ich hier Zeug abbauen kann und aufbauen kann, dann danke schön. Ich rede zu lang hier mit Preston. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Yeah. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Das klingt gut. Ich muss dich was fragen. Ich glaube, ich habe dir erzählt, was mit Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Dann erzähl mir. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt, nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Ich bin verwirrt. Was? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners... griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Will mein Typ jetzt schon wieder nach Quincy-Massaker fragen? Na, nee, danke. Nicht aufgeben klingt toll. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum denn ich? Was macht mich denn so anders? Ich habe irgendwas von X gelesen, bin mir aber nicht sicher. Es kann halt auch auf Konsolen sein, weil Fallout auch auf Konsolen gibt. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Auf Konsolen ist es R1 bzw. Y. Dafür. Na gut, ich mach's. Okay, ich mach's. Gut. Sag ich ja. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General? Nee. Ich bin kein General. Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Bin ich dann jetzt General Folas? Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. So. Da gehen wir doch gleich hin. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Ja, geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. X gedrückt.
Da laufe ich durchgehend. Also X hat eigentlich nur eine Funktion. Und das ist, ohne irgendwas drücken zu müssen, laufen können. Aber das war's auch schon. Die Frage ist, was ist die gleiche Taste wahrscheinlich in diese scheiß Licht? Ah, mit dem kann ich nix. Mensch. Das Licht ist so unnötig. Wer benutzt das? Und wann sollte ich das benutzen? So komisches Zeug um mich rum. Da habe ich meine Waffen ausgewählt, ist klar. Auf den langen R gedrückt, steckt die Waffe wieder ein. Q macht einfach meinen Wets-Mode an, egal ob er gerade von Bedeutung ist oder nicht. Lang Q gedrückt halten, was irgendwie komisch ist. Okay, was haben wir noch? Lang F drücken, nee, F macht nur Favoritenmenü auf. Lang G, H, H, T, na! Ah! Es gibt keine solche Taste! Das kann doch nicht wahr sein. Gameplay? Schwierigkeit. Oh, ich spiele übrigens auf sehr schwer. Das hat mich Silvan irgendwann mal noch gefragt. Auf was spielst du eigentlich? Und nach sehr schwer gibt's nur noch, Herrgott, jetzt mach... Was tust du denn? Nach sehr schwer kommt eigentlich nur noch Überleben. Und danach wieder sehr leicht. Und deswegen vielleicht auch so dieses, oh mein Gott, das Spiel ist bei dir viel schwerer oder du bist viel schlechter als alle anderen, die ich bisher geschaut habe. Sehr schwer ist, glaub schon, sehr schwer. es muss doch irgendwas geben. Steuerung. Okay, nochmal langsam. Angriff. Aktivieren. Ziehen, nachladen. Pip-Boy. Werkstatt. Maus 3? Ist es deftig? Lang gedrückt halt? Nein. Maus 4, Maus 5. Zack, der fix. Kann ja nicht so schwer sein. Ich will mein Haus bauen. Meine Stadt meine ich natürlich. Ich will doch eine schöne Stadt. Ha. I'm back because he wasn't in. Okay. Whoever he is. I'm still searching for a way to build my city. Because I don't know how. What the key is. It probably told me, but I can't find it. The person that was gonna teach me. Oh. Teach you in German? Oh, that's unfortunate then. Anyway. I still don't know how to build my city. Or how to get into the build mode. Ah, frustrating. Was tue ich denn jetzt? Aber wenn ich hier einfach nur an die Werkstatt ran? Aha! I'm a genius! Ah, okay. Hier gibt's Reifen. Verwerten mit R. Ja. Ganz gut. R. Gut. Ein Wagenheber. Der sieht so runtergekommen aus, den kann ich hier nicht rumstehen lassen. Na, du arbeitest gut, Madame. Was haben wir hier noch? Zerstörtes Haus. Weg damit. Weg. Ich hätte auch gerne diese Büsche da mal entfernt, aber das geht wohl nicht so einfach, stelle ich mir vor. Naja. Was haben wir noch? Wir haben Strukturen. Aus Holz, aus Metall. Es gäbe auch irgendwo Fertighäuser. Ich habe gar nicht so weit geschaut. Da meint Silvan einfach zu mir, es gibt auch Fertighäuser. Ich so, oh shit. Schaut aus, als ob ich was verpasst hätte. Muss ich hier einfach? Wo gibt's denn diese Fertighäuser? Strukturen, Metall, Türen, Zäune. Sonstiges. Was soll das denn sein? Schutz, Ressourcen, Läden, Herstellung? Das kann's nicht sein. Hä? Läden? Nein, auch nicht. Kratz, kratz am Kopf! Energie? Dekoration? Möbel? Es muss hier sein. Irgendwo hier. Strukturenholz. Fertighäuser. Ja was, das ist doch kein Fertighaus. Das ist doch... Was willst du mir sagen? Das ist ein Witz. Mein Silvan hat aber nicht das gemeint, bitte. Also, das ist kein Fertighaus bei mir. Es tut mir leid. Sonstiges? What the fuck is this? Brücke. Oh, okay. Alles klar. Hä, was ist denn, was labert denn der von Fertighaus? So ein Bullshit. Das sind 4 Pfosten in einem Dach. Mit einem Dach. Ja, sehe ich auch so. Deswegen wundere ich mich gerade so, hä?
Was ein Gelaber. Moment, vielleicht sollte ich nicht Holz nehmen, sondern Metall. Also, es tut mir echt leid, aber das ist schon Shit. Warte, ich nehme das hier und drehe es mir dann dementsprechend hin. Kann ich es dann... Ja, wait. Like this? Ja, das sieht ganz gut aus. So. An und für sich. Ja, genau. Noch eins. Ich will jetzt zumindest ein Haus mal fertig haben hier. Wenn alles voll mit Schrott ist, es kotzt mich an. Es geht gar nicht. Nicht während meiner Schicht. So. Geht hier auch noch was hin? Nein. No more space. Okay. I understand.